Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. So, ja, irgendwie wusste ich's und irgendwie ist es meine Schuld. Der Wunsch kam auf, dass Makedonien gegen Pergamon zu Felde zieht. Wie macht man das jetzt am besten? Also erstmal zeigen. So sieht es gerade aus. Das heißt, also hier hinten muss ich übernehmen. Hier vorne und hier. So. Das Problem hierbei ist, also erstens, wenn man ein Klientel auflöst, ist das erstmal ein ziemlicher Vertrauensbruch. Ah, ich bin hier gerade eh nicht vertrauenswürdig. Aber warum? Okay, warum? Wieso ist das denn jetzt? Wieso ist das denn jetzt? Hä? Okay, also das Problem gerade ist, wenn ich... Also ich könnte Klientelkönigtum mit Pergamon jetzt beenden. Aber dann müsste ich nochmal, wahrscheinlich eher wegen dem, weil ich die ganze Zeit hier reingelatscht bin. Ja. Genau, wenn ich jetzt gegen Pergamon zu Felde ziehen würde, also sagen wir, wir greifen die jetzt sofort an, ohne Vorwarnung, dann passiert es zu 100%. Dass alle meine Verbündeten gegen mich sind. Warum? Weil das Klientelkönigtum zusammen mit militärisches Bündnis das wichtigste und stärkste Bündnis ist. Und wenn man das bricht, dann hat man, ich glaube, 10 Runden lang Einbußen. Also so... Glaubwürdigkeitseinbußen und ich habe gerade schon nicht vertrauenswürdig. Wenn man dann jetzt von Klientelkönigtum sofort auf Krieg geht, dann ist man noch weniger als vertrauenswürdig. Ist man, glaube ich, kriegerisch und werden alle gegen mich sein oder gegen uns sein. Und dementsprechend werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Also ich werde hier oben das fertig machen. Und dann muss ich schauen, dass ich meine Armeen strategisch aufstelle. Ich muss schauen, wo seine Armeen sind. Also vor allen Dingen in Kleinasien sind ziemlich viele von ihm. Dann hier unten sind keine mehr, okay. Ja, hier sind 2, ja, das ist kein Problem. Ups, Entschuldigung. So, also, genau, dann, also, zuerst warten wir noch. Wir machen die fertig. Dann kündige ich das Klientelkönigtum mit ihm. Dann werde ich meine Armeen anpassen an ihn. Und dann werden wir Krieg erklären. Puh, okay. Also es wird ziemlich heftig. Aber ja, warte mal, ich will mal schauen. Ja, von Pergamon bekomme ich halt 1400 pro Runde. Okay, wir haben 800.000, also das ist scheiß drauf. So.
Wo willst du hin? Weiß ich nicht. Gut, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Der Gewalt marschiert wahrscheinlich hierhin. Das habe ich erobert, das habe ich erobert. Der läuft jetzt wahrscheinlich nach Thanasis. Ah, genau, das waren diese zwei Fullstack-Armeen, ne? Und zwar die, ja, der übelste, ich mache Nacht, der übelste Counter von, ja, von diesen Einheiten sind. Also, hier ist es ja jetzt, also, die Armee ist ziemlich gut gegen solche leichten Kavallerieeinheiten. Beziehungsweise nicht richtig gut, aber sie ist stabil. Solche wie die da zum Beispiel, die hätten es schwerer. Und warte mal, ich schau mal durch, welche von meiner Armee richtig große Probleme hätte. Aber ich glaube, ich habe die alle ziemlich kavallerielastig gemacht. Ja. Ja. Oh. Stimmt ja. Der hat mich ja verraten hier. So. Gut, dann switchen wir mal kurz durch. Okay, alles gut. So. Ja, da warte ich noch kurz. Noch eine Runde. Die 10.000. Die bekommen hier nochmal mehr Kavallerie-Bonus. Und dann machen wir weiter. So. Ich glaube auch, bis wir mit dem Norden fertig sind, also um das Meer herum, dann. Ah, der greift ja mich jetzt da an. Das heißt, von Sarai muss ich dann runtergehen. Ja, nee, das können wir automatisch machen, weil, also Phalanx wäre schön und gut, aber der hat noch ein Katapult. Und ja. Das brauche ich nicht mal zu versuchen. So, dann gehe ich mal mit meiner Armee dann darunter. Ja, schau, das ist schon das Erste, weil wir nicht mehr vertrauenswürdig sind. Ja. Warum? Also ich weiß gerade, also ich kann mich nicht erinnern, cool, was wir getan haben, damit, um das zu verdienen. Was haben wir getan? So. Ja, das schauen wir dann gleich. Du stolzierst jetzt mal hier runter. Hierhin. Damit du ja noch ein bisschen heilen kannst. Du stolzierst mal hierhin. Du stolzierst mal nirgendwohin. Du kommst hier mal. Hier mal hin. Dann du schaust dir mal an, was hier so alles schnabuliert. Nicht viel. Du schnabulierst mal bis hierhin. Dann. Das war's dann wieder, ne? Gut, Vorbericht, Haushalt erweitert sich.
Das ist gut. Charaktere. Siedlung verloren. Provinz umstritten. Armee zerstört. Okay. Also Armee. Das war ja gar nicht so. So. Du kommst mal mit. Du. Genau, du escortest weiter. Genau, dich habe ich schon. Alexander Stolz. Du wartest mal hier in deinem schönen, hübschen Lager bis ans Ende der Welt. Oh, wollte ich die auch angreifen? Oh, ich war ein bisschen motiviert, kann es sein? Upsi. Ach, das war bevor ich vorhatte, Makedonien anzugreifen. Ich bin Makedonien zu, ne? Die anderen Typen. So. Du bist jetzt fertig. Das heißt, du wirst jetzt mal hier hingehen. Du bist dann der, der in, nach Pergamon vorgeht. Dich töte ich dann auch. Also man kann feindliche Generäle oder Politiker auch als Aktion töten. Aber das hatte immer zum Nachteil, dass es darauf dann politische Mali gibt. Also sei es jetzt, ja, also die mögen einen halt dann nicht mehr, weil irgendwie wissen die sofort Bescheid, dass man den hat umbringen lassen. Rom hat Karthago befreit. Das ist ja heftig. Hohe Chance auf Sezession. Warum denn? Ja, warum denn 19? Naja, 19 ist nicht so hoch. Ägyptische Familie. Komm schon. Minus 10. Das Problem ist, die ägyptische Familie, ratet mal, welche Armee die hat. Die da. Und sobald diese Armee hier auftaucht, habe ich ein großes Problem. Warte, welche Provinzen hat die ägyptische? Ja, natürlich die, am Arsch der Welt. Okay, nehmen wir an. Also das wäre relativ unwahrscheinlich, dass mit... Ah, jetzt ist 0%, weil die da minus 20 hatten. Okay, mit 19% wäre es auch relativ unwahrscheinlich gewesen, dass wir eine Sezession bekommen. Aber... Naja, gut. Vertrauenswürdig. Hier. Gut, also das hatte zwei Vorteile. Und zwar erstens, ja, wir sind im Krieg. Zweitens, die königlichen Skythen sind auch mit uns im Krieg. Das hat Vorteile und Vorteile. Also erstens kann ich hier angreifen. Ja, das kann ich sogar automatisch machen. Und zwar Schutzstellung, dann schießen meine Artillerieeinheiten mehr. Genau. Rang erhöht, Admiral. Super, dann machen wir hier mal das.
So. Ja, der bekommt natürlich nichts, weil der aus der feindlichen Ding ist. Hier, ja, das können wir auch. Genau, schau. Das können wir auch automatisch machen. Aber jetzt mal, genau, wenn wir es automatisch machen, können wir Nachtangriffe machen. Und meine Armee ist nicht noch nicht darauf getrimmt, in der Nacht zu kämpfen. Und dann haben wir gleich hier die Einbußen, dass wir halt, wir haben halt dann dadurch mehr Verluste. Warte, hier 81 zum Beispiel, wenn wir am Tag machen, haben wir 92. Genau. Ja, weil, also, wenn das eine pure Infanteriearmee von ihm wäre, dann schätze ich mal, dass es dann für uns besser wäre, weil dann hat er auch, also er hat so oder so Moral Mali, aber dadurch, dass er selten, oder also hier die ganzen also Fernkampfkavallerie, auf uns einfach niederschießt und nicht mit uns in Kontakt kommt, dass er dadurch dann besser abschneidet, als wenn er jetzt nur eben Nahkampfeinheiten hätte. So, hier mache ich das da, hier mache ich nichts. Du marschierst mal, du bist hier in der Tundra, ne? Das ist natürlich negativ. So, immer schön auf dem Weg bleiben. Bleibt er natürlich nicht. So. Gut. Genau, du marschierst jetzt auch vor. Hä, wieso habe ich den gemacht? Widerstand gegen fremde Besetzung. Öffentliche Ordnung und Moral. Hä? Diplomatie. Ja. Da mache ich mal ja hier Präsenz. Ist auch ganz gut. Hallo! Wir holen uns das hier zurück. So, du hörst mal auf zu marschieren. Du machst mal das da. Du bist fertig. Du scoutest weiter. Uiuiui. Sieht gerade ein bisschen kriegerisch aus, ne? So. Hier können wir unsere Nahrungsmittel pushen, was sehr schön ist. Hier, ui. Machen wir mal ein bisschen was für die öffentliche Ordnung. So. Gut, dann sind wir durch. Wir haben gerade, glaube ich, das da erforscht, oder? Ja, vielleicht nicht. Korruption in eurer Provinz finde ich ziemlich gut. Also, das, wenn die niedriger wird. Ah, das habe ich, glaube ich, gerade immer. Keine Ahnung. Nahrung. Nahrung ist bei uns eigentlich momentan ziemlich gut. Waffenschmied. Hier haben wir voll. Hier brauchen wir nur noch die drei. Ja, für die Flotte. Stadtturmschaden.
würde dann doch eher die Korruption weniger machen und danach gehen wir auf das Stadtsturm und sowas. Schaden. Gangster. Gut. Genau. Neuer Aufschwung ist immer gut. Sehr gut. Hier. Das ist natürlich am besten. So, du bist gerade fertig. Dich lasse ich mal. Ist wieder bei. Alter. Okay, der ist jetzt echt auf Rabatz aus. Das heißt, wir werden ihn ersetzen. Das heißt, wir werden ihn definitiv ersetzen. So. Das ist gut. Wieder Kavallerie. So. Gut. Wir können ihn ja auch nochmal reintun. Also als Einzelgeneral. Und das wäre nicht so schlimm, wie wenn er jetzt natürlich eine komplette Armee hat. So, du scoutest weiter. Du schaust mal hier, was da ist. Da ist nichts. Ein bisschen wenig, aber passt. Du machst mal hier einfach dein Zeug. Okay. Dann können wir schon die Runde vorbei oder die Folge vorbei beenden. Ja, nächstes Mal werden wir wahrscheinlich hier die Armee zur Strecke bringen. Was unser Vorteil ist, dass sie sich eingebunkert hat. Klingt komisch, aber dadurch hat seine Kavallerie Streitmacht nicht mehr die Freiheit und ist quasi in einen Stall eingepfercht und man kann die einfach von allen Seiten penetrieren. So, gut. Beziehungsweise halt vernichten. Und wenn das in einer im freien Feld ist, dann ist es für mich sehr viel schwerer, die zu besiegen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.